Alle Wege führen nach Rom. Wir freuen uns auf 4 Tage in der ewigen Stadt. Auf 7 Hügel. Auf deutsche Vita. Auf antike Monumente. Und auf eine Sprache, die man nicht spricht, sondern singt. Wir sagen Hallo zusammen und Ciao a tutti. Ja, wunderbar. Das ist keine Tapete, das ist Stoff. Unsere Stationen am ersten Tag sind die Piazza Navona, das Pantheon, der Trevi-Brunnen und die spanische Treppe. Durch den Park Villa Borghese erreichen wir die Terrazza Pincio und die Piazza del Popolo. Der Rückweg durch das Zentrum führt über den Fluss Tiber, vorbei an der Engelsburg. Die Piazza Navona war in der Antike eine 275 Meter lange Leichtathletikarena. Im Mittelalter fanden hier auch Pferderennen statt. Heute tummeln sich hier Touristen aus aller Welt. Der Vier-Ströme-Brunnen nimmt Bezug auf die 4 großen Flüsse Donau, Nil, Ganges und Rio de la Plata, stellvertretend für die damals bekannten Kontinente. Der Maurenbrunnen stellt einen Kampf mit einem Delfin nach. Der römische Wassergott Neptun nimmt es hier mit einem Oktopus auf. Auf der Piazza della Rotonda steht das Pantheon. Der Name besteht aus den griechischen Wörtern Pan für alle und Theos für Götter. Im 6. Jahrhundert nach Christus wurde der Tempel zur christlichen Kirche geweiht. Das Bauwerk war 1700 Jahre lang der größte Kuppelbau der Welt. Das Kuppeldach besteht aus gewichtssparendem vulkanischem Gestein. Die 9 Meter große Öffnung in der Kuppel lässt nicht nur Tageslicht hinein, auch Regen fällt auf den 2000 Jahre alten Marmorboden. Wollt ihr einen Kaffee trinken? Das Hadrianeum war in der Antike ein Göttertempel und ist heute Teil der römischen Börse. Der größte und berühmteste Brunnen Roms ist der Trevi-Brunnen. Nach einer alten Sage kommt man nach Rom zurück, wenn man eine Münze über die Schulter wirft. Wer 2 Münzen wirft, wird sich verlieben. Bei 3 Münzen wird geheiratet. Wir belassen es bei 1 Münze. Auf der spanischen Treppe besteht seit 2019 ein striktes Sitzverbot. Der Begriff spanische Treppe ist eigentlich nur bei Ausländern geläufig und bezieht sich auf die spanische Botschaft am Fuße der Treppe. Wir hatten lecker Pizza, Ensalada und Espresso. Alles, was der Mensch braucht. Salute. Salute. Von der Terrazza del Pincio hat man einen wunderbaren Blick auf Rom und die Piazza del Popolo. Mit Popolo ist aber nicht das Volk gemeint, sondern die zuvor hier ansässige Baumart Populus, die wir als Pappel kennen. Der Obelisk stand vor 3300 Jahren in Ägypten. Vor 2000 Jahren brachten die Römer das 23 Meter große Beutestück hierher. Unmittelbar an der Piazza besuchen wir die Santa Maria dei Miracoli, eine der beiden Zwillingskirchen am Platz. Jula, ist der Aldi? Aldi.
Ist das Aldi? Saldi. Schmeckt's? Ja, sehr lecker. Aus einem Mausoleum entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte mit der Engelsburg eine der ersten Befestigungsanlagen am Tiber. Später nutzten die Päpste die Burg. Im Notfall konnte sich der Papst durch einen Geheimgang vom Vatikan zur Burg retten. Seit über 100 Jahren beherbergt die Engelsburg ein Museum. Auch am zweiten Tag werden wir Rom zu Fuß erkunden. Die Route für diesen Tag haben wir bereits vorbereitet. Die Lage des Hotels zwischen Engelsburg und Vatikan ist ideal für eine Wanderung in der ewigen Stadt. Auf dem Programm stehen für diesen Tag unter anderem das Kolosseum, der Palatin mit einem grandiosen Blick über die Stadt, die Caracalla-Thermen, der Orangengarten, das Schlüsselloch und das monströse Nationaldenkmal. Rosen sind so schön. Diese hier. Die gelben, ja. Auf dem Campo dei Fiori, übersetzt Blumenplatz, gibt es nicht nur Blumen. Auch Obst, Gemüse, Gewürze, Käse und Pasta werden täglich außer Sonntags hier angeboten. Die antiken Ruinen am Largo di Torre Argentina mit 4 Tempeln und einem Theater wurden erst Anfang des 19. Jahrhunderts entdeckt. Teile der Anlage sind bis zu 2400 Jahre alt. Historiker vermuten hier auch den Tatort der Ermordung Julius Caesars. Um die streunenden Katzen kümmern sich freiwillige Helfer in der hier eingerichteten Katzenpflegestation. Schon von zu Hause aus haben wir Tickets und gleichzeitig den schnelleren Zugang zum weltberühmten Kolosseum gesichert. Die Treppen führen zu den oberen Gängen. Von dort hat man einen wunderbaren Blick auf die benachbarten antiken Plätze, auf die wir später zurückkommen. Das Amphitheatrum Flavium, wie man die Arena anfangs nannte, wurde im Jahr 80 nach Christus eröffnet und mit 100 Tagen andauernden Spielen gefeiert, natürlich mit viel Blut und Schweiß. 50.000 Zuschauer fasste das Kolosseum, 80 Tore führten ins Innere. Im Notfall konnte so in 5 Minuten die Arena evakuiert werden. Mehr als 400 Jahre lang bot das Kolosseum den freien Bürgern Roms zumeist grausame Unterhaltung. Die bewusst gewählte ovale Form bot Kämpfern keine schützende Ecke. Mit der Christenbewegung wurden die brutalen Spiele um das Jahr 400 nach Christus verboten. Durch Erdbeben verfiel das Kolosseum im Laufe der Jahrhunderte und wurde als Steinbruch missbraucht, um das Material für den Bau von Kirchen und Palästen zu verwenden. Der dreitorige Konstantinsbogen, Baujahr 315 nach Christus, ist der größte erhaltene römische Triumphbogen und das letzte große Denkmal des kaiserlichen Roms. Unmittelbar daneben befindet sich der Eingang zur benachbarten antiken Stätte mit dem eintorigen Titusbogen, der dem Triumphbogen in Paris sehr ähnelt. Entlang der farnesischen Gärten erklimmen wir den Palatinhügel, einer der 7 Hügel Roms. Von dort aus blicken wir auf das 40 Meter tiefer gelegene Forum Romanum, der Mittelpunkt des politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und religiösen Lebens im antiken Rom. Thank you.
Der Palatin ist einer der am besten erhaltenen antiken Plätze weltweit und gilt als Keimzelle Roms. Eine Legende erzählt, dass Romulus die Stadt im Jahr 753 vor Christus gründete, nachdem er seinen Bruder Remus erschlug. Forscher vermuten die ersten Siedlungen schon einige Jahrhunderte zuvor. Heute sieht man auf dem Palatinhügel das alte Rom in Trümmern liegen. Man möchte sich vorstellen, wie das hier vor 2000 Jahren mal ausgesehen hat. Die Formel 1 der Antike fand im Circus Maximus statt, eine 600 Meter lange Arena, in der Streitwagen um den Sieg kämpften. Auch Gladiatorenkämpfe gehörten hier zum Programm. Die Thermen von Caracalla aus dem 3. Jahrhundert wurden mit Mosaiken, Fresken und Marmor verziert. Bis zu 2500 Personen fasste das Bad. Auch Bürger aus der Mittelschicht waren in Schwimmbecken, Massageräumen und ansässigen Bordellen gern gesehene Gäste. 300 Jahre lang waren die Thermen in Betrieb, bis die Goten Rom belagerten und die Aquädukte für die Wasserversorgung der Bäder zerstörten. Mit zunehmendem Verfall waren die Ruinen im frühen Mittelalter eine gefundene Bezugsquelle für Baumaterial, um damit Kirchen und andere Bauprojekte zu errichten. Jetzt geht's zum Orangengarten und zum Schlüsselloch. Hinter uns ist das UNO-Gebäude. Wir steigen auf den nächsten Hügel, den Aventinhügel. Von der Aussichtsterrasse im Orangengarten hat man hier einen fantastischen Ausblick auf Rom und seine unzählbaren Sehenswürdigkeiten. Hier oben erlebt man eine unbeschreibliche Atmosphäre. Gekrönt mit italienischer Live-Musik. Il mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te. Jetzt guck mal nochmal durchs Schlüsselloch. Nur 300 Meter von hier entfernt befindet sich eine grüne Tür, die vor Jahren noch ein Geheimtipp war. Eine überschaubare Anzahl von Wartenden steht schon an, denn alle wollen einen Blick durch dieses Schlüsselloch erhaschen. Man sieht deutlich den eingerahmten Petersdom. Seine Kuppel ist auffallend exakt mittig ausgerichtet. Die Carmina Calat hat erzählt, dass diese Badewannen früher aus den Thermen rausgenommen und wiederverwertet wurden, zum Beispiel als Brunnen. Antikes Recycling sozusagen, ne? Genau, war schon früher modern. Tja, und nachhaltig. Genau. Am Bocca Verità, da ist es leider zu voll. Wir verzichten darauf und gehen jetzt mal ein Stück weiter. Das Teatro Marcello wurde noch vor dem Kolosseum erbaut und wird heute in den oberen Etagen tatsächlich bewohnt. Die Basilika Santa Maria in Araceli aus dem 4. Jahrhundert stützt ihren prächtigen Innenraum auf 22 antike Säulen. Nach der römischen Gründungssage wurden die Zwillinge Romulus und Remus von einer Wölfin gesäugt. Später war es Romulus, der über die Stadt herrschte. Am Grab des unbekannten Soldaten im Monumento Vittorio Emanuele erleben wir eine Wachablösung, die zu jeder vollen Stunde aufzieht. Pronto,
Das Nationaldenkmal auf dem Kapitolshügel wurde Viktor Emanuel II., dem ersten König des 1861 neu gegründeten Königreichs Italien, gewidmet. Das pompöse Gebäude wird gerne auch als Schreibmaschine oder Hochzeitstorte bezeichnet. Jedenfalls aus 80 Metern Höhe hat man hier einen sehr schönen Blick auf das Kolosseum und den Petersdom, den wir für den Folgentag im Programm haben. Wir machen uns so langsam auf den Weg zurück zu unserem Hotel und freuen uns auf den folgenden Tag. Wir hatten heute 23 Kilometer auf dem Tacho. Nach dem Frühstück begeben wir uns eine Etage höher auf die Dachterrasse unseres Hotels. Von dort haben wir einen grandiosen Rundumblick auf Rom und seine 7 Hügel. Wir sind sehr beeindruckt und freuen uns auf Tag 3. Unsere heutige Route führt uns zum Petersplatz, zu den Vatikanischen Museen und zurück zum Petersdom. Im weniger touristisch betriebsamen Viertel Trastevere kehren wir ein und gelangen über die Tiberinsel und den Campo di Fiori zurück zum Hotel. Wir haben jetzt Italien verlassen. Sind auf dem Staatsgebiet des Vatikan. Der kleinste allgemein anerkannte Staat der Welt. Um zu den Vatikanischen Museen zu gelangen, müssen wir wieder die Grenze überschreiten, um dann vom italienischen Boden aus den Eingang zu den Museen zu erreichen. Vorab haben wir uns zu Hause die Eintrittskarten online gesichert, was auch einen schnelleren Zugang zu den Museen ermöglichen soll. Glücklicherweise war an diesem Tag weniger Andrang als üblich. Es gab also so gut wie keine Wartezeiten. Als erstes besuchen wir die Pinakothek mit mehr als 460 chronologisch angeordneten Gemälden vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. Das Völkerkundemuseum war 1925 zunächst eine vorübergehende Ausstellung, wurde aber als Dauerausstellung eingerichtet mit einer der inzwischen umfassendsten Sammlungen weltweit. Mehr als 6 Millionen Besucher im Jahr besichtigen die Vatikanischen Museen. Über 70.000 Exponate aus 20 Jahrhunderten verteilen sich auf eine Fläche von 42.000 Quadratmetern. Es stellt sich für uns irgendwann eine Reizüberflutung ein. Eine Pause in den Vatikanischen Gärten ist uns sehr willkommen. Mit dem Besucherstrom fließen wir in die Sala Rotonda. Der Mosaikboden aus dem 3. Jahrhundert trägt ein massives Becken aus rotem Porphyr, ein Vulkangestein. Die Kuppel ähnelt sehr dem Gewölbe des Pantheon. Es ist gigantisch. Fast wie bei uns zu Hause. Wir durchwandern die Galerie der Landkarten, ein 120 Meter langer prunkvoller Gang
mit topografischen Karten und Fresken aus dem 16. Jahrhundert. Hier ist immer viel Betrieb, denn alle Besucher müssen hier durch, um die berühmte Sixtinische Kapelle zu erreichen. Dieser Saal mit dem spektakulären Deckengemälde von Michelangelo darf nicht abgelichtet werden. Das strenge Sicherheitspersonal überwacht das Fotografier- und Videoverbot. Die doppelläufige Spiraltreppe, Baujahr 1932, mit zwei unabhängigen Treppenläufen, verläuft trichterförmig Richtung Ausgang. Abwärts. So, den ersten Teil haben wir geschafft. War sehr voll, aber sehr imposant. Wir stehen jetzt die 15 Minuten an, um in den Petersdom zu kommen. Die päpstliche Schweizer Garde gibt es seit 1506 und ist damit das älteste noch existierende Militärkorps der Welt. Die Kommandosprachen sind Italienisch, Französisch und Deutsch. Die Basilika St. Peter im Vatikan, genannt Petersdom, wurde 1626 fertiggestellt. Die Bauzeit betrug lediglich rund 120 Jahre. Der Bau des Kölner Doms dauerte bekanntlich mehr als 630 Jahre. Den Vorgängerbau als St. Peter ließ der römische Kaiser Konstantin um das Jahr 324 auf dem mutmaßlichen Grab von Petrus erbauen. Konstantin hat mit seinem Toleranzedikt das Christentum als Religion zugelassen und gab damit der Christenbewegung enormen Anschub. Der Hauptaltar aus dem Jahr 1613 über dem Grab des Apostels Petrus ist dem Papst vorbehalten. Der Baldachin steht auf 24 Meter hohen Bronzesäulen. Die Basilika wird im Schnitt von mehr als 20.000 Menschen täglich besucht und gehört damit zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Europa. Das Dach der Hauptkuppel ist unser nächstes Ziel. Die gesamte Kuppel ist mit 42,3 Metern Durchmesser etwas kleiner als das Gewölbe im Pantheon. Die 45 Meter höher gelegene Zwischenebene erreicht man zu Fuß nach 231 Treppenstufen oder mit dem Aufzug. Bevor es weitergeht, blicken wir noch einmal in das Innere des Doms. Der zweite Abschnitt zur Spitze führt durch schräge Gänge und auf weiteren 320 teilweise sehr schmalen Stufen und durch enge Wendeltreppen ohne Handlauf, aber mit einem Seil zum Festhalten. Auf der 117 Meter hohen Aussichtsplattform wird man am Ende mit einem grandiosen 360-Grad-Blick auf Rom belohnt. Schönen Rucksack und da legen wir den Papa jetzt schlafen.
Guten Nacht. Angels Unawares heißt eine 6 Meter lange Bronzeskulptur mit einer Gruppe von 140 Migranten und Flüchtlingen auf einem Boot. Man erkennt sofort, dass der Künstler bewusst möglichst verschiedene Kulturen und Epochen abbildet. Jetzt aus dem Briefkasten stecken. Geh mal essen. So. Südlich des Vatikan befindet sich das ehemalige Arbeiterviertel Trastevere, ein malerisches und sehr authentisches Viertel mit typisch italienischer Gastronomie, mittelalterlichen Häusern und sehr hübschen, inhabergeführten Geschäften. Vom Zentrum Roms aus gesehen liegt dieses Viertel jenseits des Tiber, auf Lateinisch Transtiberim. Hieraus ist der Name Trastevere entstanden. Über die Ponte Cestio gelangen wir auf die 270 Meter lange Tiberinsel mit ihrer Basilika San Bartolomeo. Wir freuen uns auf den vierten und letzten Tag und genießen das Frühstück über den Dächern Roms. Danach machen wir uns auf den Weg zur Papstbasilika Santa Maria Maggiore und wandern danach auf der alten Römerstraße Via Appia Antica. Anschließend besuchen wir den protestantischen Friedhof Cimitero a Cattolico. Zum Abschluss lösen wir unseren Gutschein ein für eine Runde mit dem Touristenbus. Über den Petersplatz kehren wir zurück zu unserem Hotel. Für heute haben wir uns mal ein 24-Stunden-Ticket für 7 Euro gekauft. Damit können wir mit Bus, Bahn und Metro durch ganz Rom fahren. Die Basilika di Santa Maria Maggiore ist eine der 4 päpstlichen Basiliken und eine der 7 Pilgerkirchen in Rom. Der Sakralbau hat seinen Ursprung im 5. Jahrhundert und ist im Besitz des Heiligen Stuhls. Polizeibeamte der Vatikanstadt bewachen den Eingang. Die Statue des betenden Papstes Pius IX. Kniet vor den mutmaßlichen Resten der Krippe Jesu. Vom Hauptbahnhof Roma Termini fahren wir mit der Metro bis zum Arco di Travertino. Von dort aus sind es keine 2 Kilometer bis zur Via Appia Antica. Am gleichnamigen Café probieren wir die eher billige Kopie des Bocca Verità aus, ohne bleibende Schäden.
Die Via Appia Antica wurde vor rund 2300 Jahren erbaut und nach ihrem Erbauer Konsul Appius Claudius Caesus benannt. Der Straßenverlauf wurde im Laufe der Jahrzehnte bis Brindisi ausgebaut. 12 Tage brauchte man damals für 365 römische Meilen, etwa 540 Kilometer. Heute begehen Einheimische und Touristen den steinigen Weg. Auch Fahrräder kann man in der Nähe leihen und auf einer Länge von 15 Kilometern auf holprigen Pflastern zahlreiche antike Denkmäler und Ruinen erkunden. Es tut gut, zwischendurch im Regionalpark Appia Antica durchzuatmen und die Ruhe zu genießen. Nach 3 Kilometern zu Fuß nehmen wir den Bus zur Sebastianskatakombe. Eine Führung durch unterirdische Gräber in einer uns verständlichen Sprache ist erst in 2 Stunden möglich. Wir verzichten und ziehen weiter. Wir sind jetzt an der Metrostation Pyramide ausgestiegen und jetzt gehen wir dort hin und werden mal schauen, wie es auf dem Cimitero a Cattolica aussieht. Ja? Zugegeben. Einen Friedhof zu besichtigen, gehört nicht gerade zu den angesagten Sehenswürdigkeiten in Rom. Aber der Friedhof der Nichtkatholiken ist keine gewöhnliche Ruhestätte. Zwischen nüchternen Steinkreuzen und prächtigen Skulpturen führen schmale Schotterwege, beschattet von Pinien und Zypressen. Die Inschriften mit den Namen der Bestatteten lassen auf ihre Herkunft aus ganz Europa schließen. Nur Katholiken durften in geweihter Erde beigesetzt werden, weil die Zahl der Zureisenden aus ganz Europa im 18. Jahrhundert stark zunahm, beschloss man um 1716 den protestantischen Friedhof zu eröffnen. Heute wird der Friedhof von mehreren akkreditierten Botschaftern verwaltet und finanziert. Als letzten Programmpunkt beschließen wir spontan, unseren Gutschein für eine Fahrt mit dem Touribus einzulösen. Was für ein Glück, dieser Bus fährt nur für uns. Mit dem Cabrio-Bus lassen wir zahlreiche Sehenswürdigkeiten erneut aus einer etwas anderen Perspektive an uns vorbeiziehen. Wir sind Ende Januar unterwegs. Das touristische Treiben ist zu dieser Zeit eher gering, also ein idealer Monat für eine Tour durch die ewige Stadt. Die Temperaturen lagen tagsüber um die 15 Grad, sehr angenehm. Mit dem Wetter hatten wir richtig Glück, denn auch in Rom ist um diese Jahreszeit mit Regen immer zu rechnen. Rom lässt sich sehr gut erwandern. Die längste Tagesetappe betrug am zweiten Tag 23 Kilometer. Es bedarf einer guten Vorbereitung für eine Erkundung Roms auf eigene Faust. Sicher haben wir noch lange nicht alles in Rom gesehen, aber wer weiß, vielleicht führt uns irgendwann ein weiterer Weg in die ewige Stadt.
Das waren unsere 4 Reisetage in Rom. Die Wiege unserer europäischen Zivilisation. Das Zentrum italienischer Lebensfreude. Dolce Vita und mediterraner Gelassenheit. Kulturverliebt und weltoffen. Eine der interessantesten Städte der Welt. Die ganze Stadt ist ein Freilichtmuseum, oft mit kolossalen Exponaten aus fast 3 Jahrtausenden. Wie oft wurden römische Baustile weltweit nachgeahmt? Wie oft war Rom Drehkulisse für die internationale Filmindustrie und für YouTuber? Von dieser Reise werden wir noch sehr lange zehren. Das war's wieder von uns. Dieses Mal zu Fuß und nicht mit dem Rad. Übrigens, Räder kann man in Rom auch leihen. Wir haben auf Fahrräder verzichtet. Die Radwegeinfrastruktur in Rom muss noch erfunden werden. Naja, alles geht halt nicht. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bleibt gesund. Oder werdet es. Wir sagen Tschüss und Arrivederci.